Das Hauptsymptom ist tatsächlich der Schmerz. Insbesondere im Rahmen einer Nierenkolik kann das zu massivsten Schmerzen führen. Solange die Steine noch in der Niere liegen, macht es mitunter auch gar nichts. Ein bisschen Blutbeimengung im Urin kann auch schon alles sein. Nierensteine können insbesondere im Falle einer Kolik zu einem Schaden an der Niere führen. Infektionen sind ein großes Risiko, insbesondere wenn es auf die Niere übergreift und letztlich auch auf den ganzen Körper. Wenn die Steine nicht von alleine abgehen, kann man versuchen, dieses Ganze durch Medikamente zu unterstützen. Wenn das nicht ausreicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Steine schonend und minimalinvasiv zu entfernen. Hierzu zählt die Stoßwellenzertrümmerung des Steines von außen, die Harnleiterspiegelung, wo man den Stein durch natürliche Wege entfernt, und die Punktion der Niere von außen und Entfernung nach außen.